Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Es hat sich das fortgesetzt, was unser Problem auch schon vor Weihnachten war, dass wir einer sehr guten ersten Halbzeit eine nicht so gute zweite Halbzeit haben folgen lassen. Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit sehr präsent waren auf dem Platz, dass wir gepresst haben, dass wir den Gegner zu Fehlern gezwungen haben, dass wir auch verdient in Führung gegangen sind, allerdings relativ spät. Ich glaube auch, dass wir da noch durchaus noch ein Tor machen können. Das hätte uns mehr Sicherheit gegeben, aber so ist es wie so oft, wenn du nur eins machst, läufst du natürlich Gefahr, dass du irgend so ein krummes Ding wieder reinkriegst. Das war dann in der zweiten Halbzeit so, der Ball wird abgefälscht und fällt dann im 16er runter und im Nachschuss wird er dann reingemacht. Aber auch davor hatten wir die Möglichkeit, als der Pierre de Witt ganz frei vom Tor stand, das 2-0 zu machen. Und das ist einfach unser Manko, dass wir zu wenig Tore schießen, dass wir auch mal noch eins nachlegen müssen, was uns etwas mehr Sicherheit geben würde. Die Regensburger sind in der zweiten Halbzeit aufgekommen, war auch klar, dass sie natürlich mehr versuchen werden. Und sie haben ein bisschen Oberwasser bekommen, indem wir zwei, drei wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld verloren haben. Dann sind die Zuschauer ein bisschen gekommen und das hat den Spielern von Regensburg sicherlich etwas Auftrieb gegeben. Wir haben im Laufe der zweiten Halbzeit ein bisschen die Ordnung verloren. Es war mir zu oft auf unserer linken Abwehrseite der Max Gül in Unterzahl. Das ist dann immer schwer zu verteidigen und das ist aber nicht sein Problem, sondern das ist das Problem seiner Vorderleute oder seiner Mitspieler. Das hat mir nicht gefallen, das war einfach zu oft. Schade, dass wir die drei Punkte nicht mitgenommen haben, nach einer sehr guten ersten Halbzeit und nach einer durchwachsenen zweiten. Dankeschön. Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut bewegt. Wir haben nach dieser Pause sind wir nicht ganz so gut reingekommen, mussten langsam uns reinarbeiten, haben natürlich einige Möglichkeiten zugelassen vom Gegner, aber ich denke mal vom Chancenverhältnis in der ersten Halbzeit war es wohl recht gleichmäßig verteilt, weil wir haben klare Chancen gehabt. Ich sehe den Kopfball, ich sehe Mario Neuhaber, der am zweiten Pfosten den Ball übers Tor schießt. Da waren klare Chancen, um in die Führung zu gehen. Dass jetzt Duisburg eben kurz vor der Halbzeit das Tor erzielt, denke ich, war mal ein Abseitstor, wie ich es gesehen habe, aber das macht nichts. Wir haben uns nicht davon beirren lassen, wir haben in der zweiten Halbzeit oder haben uns vorgenommen, noch weiter, noch konsequenter Fußball zu spielen, um den Gegner zu laufen zu bringen. Das haben wir geschafft. Wir haben den Gegner zweite Halbzeit, glaube ich, bis auf eine Torchance, die wir selber verschuldet haben, wo der Ball eben dem Olli Hein verspringt. Da kann das 2-0 fallen, aber das war das Einzige, was ich vom Gegner in der zweiten Halbzeit gesehen habe. Wir haben, denke ich, auf ein Tor gespielt, haben über die rechte Seite sehr viel Druck gemacht. Olli Hein hatte mehrmals die Möglichkeit, eben durch Torschuss oder durch einen Querpass vielleicht das zweite vorzulegen. Am Ende, denke ich, habe ich alles eingewechselt, was möglich war. Wir haben durch lange Bälle immer noch die Möglichkeiten gehabt in der gegnerischen Hälfte, weil ich denke, wir waren fast nur in der gegnerischen Hälfte gewesen, die ganze zweite Halbzeit. Und das war ein gutes Spiel von uns, was wir hätten gewinnen müssen. Ganz klar, wenn ich die zweite Halbzeit sehe.